Video 4 beschäftigt sich mit den Themen der Teilhabe und der Gestaltung. Aus den vorigen Videos ist schon hervorgegangen, dass Innovation immer politisch ist. Deswegen ist Partizipation in der Gestaltung neuer technischer Innovationen wichtig und auch zwingend notwendig für verantwortungsvollen Fortschritt. Aus diesem Grund ist die Einbindung von Zielgruppen besonders hilfreich in der Entwicklung. Nicht nur, wie Renate Motschnick in ihrer Lektion feststellt, um Technologie den Bedürfnissen in der Bedienung anzupassen, sondern auch, um politische Aushandlungsprozesse schon in die Gestaltung von Technologie einzubringen und eine Gestaltungshoheit über Technologie zur Gesellschaft zurückzubringen. Ich möchte mit der Frage schließen, was bräuchte es denn, damit wir die Gesellschaft zu mehr Teilhabe bewegen können? Im letzten Video haben wir uns mit den verschiedenen Hebeln auseinandergesetzt, die wir in der politischen Arena der technologischen Innovation haben, um die Richtung mitzubestimmen. Das Argument war, dass wenn wir Technologie in die Welt bringen, wir immer auch uns selbst verändern. Und dass daher die Frage, wie kommen wir zu den Technologien, die uns zu den Menschen machen, die wir sein wollen, natürlich immer eine politische sein muss. Die besprochenen Hebel der Veränderung als Konsument oder durch Regulierung, öffentlichen Druck oder einem Technoaktivismus greifen aber alles sehr spät in das Innovationsgeschehen ein. In diesem Video wollen wir uns damit beschäftigen, ob es nicht auch Wege gäbe, Teilhabe und Mitsprache in Innovationsprozessen selbst zu verankern. Das wissenschaftliche Feld des Participatory Design setzt sich genau mit dieser partizipativen Gestaltung von Technologie auseinander. Der Ursprung wird oft mit einem Projekt in den 1970ern in Norwegen in Zusammenhang gebracht. Damals setzte sich die Gewerkschaft für Eisen- und Metallverarbeitung mit dem renommierten Informatiker Christen Nygaard in Verbindung. Ihr Anliegen war, mehr über Computer zu lernen, weil sie erkannten, dass in einem ersten Schub der Automatisierung eine Gefahr für ihre Mitglieder, den einfachen Arbeitern in dieser Industrie entstand. Nygaard und sein Kollege Borgo erklärten sich bereit, erkannten aber schnell, dass sie selbst über die Arbeitspraxis viel zu wenig wussten. Es kam also nicht nur auf ihre Expertise als Computerwissenschaftler an, sondern auch auf die Expertise der Arbeiter, um zu verstehen, wie neue Technologie diese Industrie verändern konnte. Daraus entstand ein Projekt, das zum Ziel hatte, die Arbeiter in der Gestaltung der Transformation ihres eigenen Arbeitsplatzes von Anfang an mit einzubeziehen. Durch diese Einbeziehung, so das Argument, können zum einen bessere Technologien entwickelt werden, weil das vielfältige Praxiswissen der Arbeiter nicht verloren geht. Zum anderen werden aber auch die Arbeiter selbst ermächtigt, ihren eigenen Arbeitsplatz weiterzuentwickeln und damit auch sich selbst. Nach diesen ersten Versuchen gab es eine Reihe von weiteren Projekten, in denen vor allem die Methodik der Partizipation in der Gestaltung von Technologie weiterentwickelt wurde. In Utopia etwa wurden ArbeiterInnen eines Verlags in die Entwicklung eines Desktop-Publishing-Systems eingebunden. Wieder war ein zentrales Problem, zwei sehr unterschiedliche Expertisen, Praxis und Computerwissen, in einem Entwicklungsprozess zusammenzuführen, so dass die Summe mehr als die Einzelteile wird. Dazu wurden Methoden entwickelt, die es Praxisexpertinnen erlauben, Computersysteme zu entwerfen. Wobei vor allem sehr einfache Kreativmethoden eine Rolle spielen, die die Einstiegshürde für Praxisexpertinnen verringern und es ihnen aber dennoch erlaubt, über mögliche Konzepte und Funktionen von Computersystemen oder Artefakten nachzudenken. So wird oft mit Zeichen oder Bastelmaterial gearbeitet oder mit Rollenspielen, die es erlauben, verschiedene Perspektiven einzunehmen
und die möglichen Rollen von Technologie durchzuspielen. In meiner eigenen Forschung habe ich in den letzten Jahren zwei Projekte geleitet, die sich mit der Gestaltung von interaktiver Technologie mit und für autistische Kinder auseinandergesetzt haben. Diese Gruppe hat eine besondere Affinität zur Technologie. Viele der Entwicklungen zielen aber ganz gezielt auf mögliche Defizite ab. Im ersten Projekt haben wir uns also die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, autistische Kinder in einen Gestaltungsprozess mit einzubinden und smarte Dinge mit ihnen zu entwickeln, die aus ihren eigenen Ideen heraus entstehen und für sie Bedeutung haben. In einer Serie von partizipativen Design-Workshops haben wir dann mit autistischen Kindern über Technologie nachgedacht und eine sehr außergewöhnliche Reihe von Artefakten entwickelt, wie etwa Erzählmaschinen, Gedankenrekordern oder Nachrichtenwürfel. Im zweiten Projekt haben wir dann mit Gruppen von autistischen und nicht-autistischen Kindern gearbeitet. Das Ziel war, Technologie zu schaffen, die diese Gruppen von sehr unterschiedlichen Kindern beim gemeinsamen Spielen unterstützt. Wieder haben wir eine Reihe von partizipativen Design-Workshops durchgeführt. Auch um erst einmal herauszufinden, was denn die Kinder als gutes Spielen überhaupt verstehen und welche Rollen Technologien im gemeinsamen Spiel haben können. Wir haben dann drei Spielumgebungen prototypisch umgesetzt, die eine gemeinsame Struktur für die sehr unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen von Kindern bieten konnte. Ganz entscheidend war hier, nicht von unseren sehr erwachsenen Erwartungshaltungen an gemeinsames Spiel auszugehen, sondern die Kinder mit ihren sehr eigenen Bedürfnissen und Ideen die Entwicklung treiben zu lassen. In beiden Projekten haben wir neben den herkömmlichen Kreativmethoden vor allem mit narrativen Rahmen gearbeitet, mit fiktiven Geschichten, in denen die Kinder Rollen und Funktionen von Technologie nach eigenen Ideen erfinden und ausprobieren konnten. Wir haben also zum Beispiel die Kinder über eine Geschichte angeleitet, darüber zu spekulieren, was ein Prototyp aus Karton in einer bestimmten Situation alles können oder tun könnte. Aber auch der direkte Zugang zur partizipativen Gestaltung von Technologie ist leichter geworden. Wir haben in diesen Projekten immer wieder einfache Elektronikplattformen zu den Workshops mitgenommen, etwa Littlebits oder auch Arduinos, um Kindern einen Möglichkeitsraum zu eröffnen und zu zeigen, was es bedeuten kann, wenn Sensoren Daten liefern, auf deren Grundlage dann etwas anderes gesteuert werden kann. Auch Digital Fabrication, also Werkzeuge wie 3D-Drucker oder Lasercutter, tragen dazu bei, dass viel weniger Fachwissen benötigt wird, um schnell Prototypen von gemeinsamen Ideen zu erstellen. Partizipation von Endnutzerinnen in der Technologiegestaltung birgt natürlich auch besondere Herausforderungen. Es braucht zusätzliche Zeit und Ressourcen und es ist schwer vorherzusehen, was dabei herauskommt. Wenn man Partizipation ernst meint, heißt das auch, dass man Entscheidungsgewalt mit jenen teilt, die man zu einem Prozess einlädt. Viele Firmen schrecken angesichts des hohen Innovationsdrucks in der Branche und der Geschwindigkeit der Konkurrenz davor zurück. Speed kills. Aber wer sich schon in der Entwicklung auf die politische Aushandlung einlässt, sich fragt, ob es nicht nur einen Markt für etwas gibt, sondern ob das auch eine Innovation ist, die wir als Menschen und Gesellschaft wollen können, der betreibt verantwortungsvollen und nachhaltigen Fortschritt. Und mit neuen Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen, die der Nachhaltigkeit einen Wert zumisst,
kann sich daraus ein Gegenentwurf zum Silicon Valley Mantra Move Fast, Break Things herausbilden. Eine weitere Herausforderung in partizipativen Prozessen ist die Frage der Skalierbarkeit und der Repräsentation. Teilhabe an der Gestaltung von digitaler Technologie lässt sich leicht konfigurieren, wenn es nur um kleine Nutzerinnengruppen geht oder lokale Problemlösungen. Aber so wie in anderen politischen Arenen auch, ist eine Aushandlung zwischen größeren Gruppen immer schwieriger und geht mit der Frage einher, wie solche Teilhabe am Prozess organisiert wird. Wollte man zum Beispiel ein neues globales soziales Netzwerk von Grund auf partizipativ gestalten, welche Stakeholder aus welchen Teilen der Welt würde man dann dazu einladen? Wem wird eine Stimme gegeben und für wen spricht sie? Wer hat die Hoheit über diesen Prozess und wie werden Entscheidungen legitimiert? Es gibt altbewährte Ansätze dafür, wie die repräsentative Demokratie mit Wahlen, aber auch viele innovative Formate einer politischen Beteiligung, wie zum Beispiel Bürgerforen mit Losverfahren. In dem Forschungsprojekt Kompass haben wir etwa mit einem Parlament der smarten Dinge ein Format entwickelt, das halb Rollenspiel, halb Bürgerforum ist und in Innovationsprozessen eingesetzt werden kann. Es wird noch viele andere solcher Formate geben müssen und zudem einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Gestaltung von digitaler Technologie. Denn noch versteht sich Innovation nicht als die Gestaltung von gewollten Zukünften, in denen Menschen und Technologie miteinander verwoben sind und sich wechselseitig bedingen. Um die Gestaltungshoheit dieser Zukünfte wiederzuerlangen, braucht es also zuallererst die Anerkennung, dass Innovation eine politische Arena ist und einer politischen Aushandlung bedarf, wofür wir neue Formen und Orte finden müssen, in denen diese stattfinden.